Hallo, ihr Sensi-Süchtigen. Ich habe mir mal wieder was bestellt bei meiner besten Freundin. Ich habe mich mal ein bisschen eingedeckt. Zwar bin ich so begeistert von diesen Duftblumen und jetzt möchte ich die auch mal weiter verschenken an meine Oma zum Geburtstag anstatt Blumen und für meinen Bruder. Der findet die Sensi-Sachen auch toll. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ein Paket zu meinen Eltern und meinem Bruder geschickt und ich dachte, Ma, meine Mutter könnte ich damit locken oder auch sensifizieren, aber ja, es ist mein Bruder. Finde ich sehr gut. Wie gesagt, ich kriege die Sachen nicht umsonst. Ich muss selber dafür bezahlen. Will ich nur mal schnell vorweg erzählen. Ich krieg ab und zu mal ein Goodie von meiner besten Freundin. Und ja, aber ich zahle trotzdem den vollen Preis. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Am Anfang war ich natürlich auch so, oh Gott, lass mich in Ruhe mit deinem Sensi-Kram. Aber irgendwann hat es mich dann auch erwischt. Hier ist die gute. Also, genau. Wer vielleicht mal gucken möchte auf ihrer Seite. Ja, genau. Jetzt wollte ich euch noch was kurz darüber erzählen. Aber ich muss mal ablesen. Eine Duftblume kostet 22,75. Da denkt man erstmal so, ja, ist schon ein bisschen happig. Aber, also, ich lieb's einfach. Der Duft soll 60 Tage lang anhalten. Also kann ich auch zustimmen. Also anders wie mit diesen Duftstäbchen, kommen durch diese Blütenblätter der Duft mehr zum Entfalten. Und ja, man kann auch dieses Etikett hier vorne abmachen, wenn man es nicht schön findet. Oder sich Sticker raufkleben. Man kann auch mit einem Filzstift, bevor man die Blume in die Flüssigkeit steckt, mit roten Filzstiften, rosa Filzstiften, bunten Filzstiften anmalen. Und dann werden die Blätter bunt, je nach gewünschter Farbe. Das werde ich das nächste Mal ausprobieren. Ja. Genau. Also ideal für kleine Räume. Ich habe es einmal im Badezimmer stehen und einmal im Flur. Ja. Genau. Jede Blume wird in Handarbeit aus natürlichem Material hergestellt, sodass keine zwei komplett gleich sind. Ja, das sieht man hier auch sehr gut, finde ich. Ja, hier auch nochmal. Hier sind die Duftrichtungen. Also Luna ist ja mein absoluter Liebling. Mein Bruder mag gerne diesen Duft hier, Feelin' Punchy. Der ist sehr orangig. Ja. Aber das kann man sich dann ja selber aussuchen, welchen Duft man gerne mag. Ich habe gehört, wenn die Flüssigkeit aufgesaugt ist und weg ist, dann kann man da noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Dann hat man noch ein bisschen länger was vom Duft. Also 60 Tage sind angegeben. Also gute 3 Monate und wahrscheinlich noch länger. Also Sensi ist natürlich erstmal, der Preis ist immer ein bisschen abschreckend, aber ich finde, als Geschenk ist das doch, auch eine schöne Sache, ne? So als Muttertagsgeschenk, als Geburtstagsgeschenk, als Weihnachtsgeschenk jetzt bald wieder. Könnt ihr euch schon mal eindecken. So für zwischendurch, für einen selber. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Manchmal gibt es auch Kombi-Angebote. Da gibt es dann drei.
Ich sollte, meine beste Freundin sagt auch, ich sollte Beraterin werden, aber das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Aber ich bin halt so begeistert von diesen Produkten, ich will es einfach an die Welt weitergeben. Hier, wählen Sie drei Duftblumen. Und ja, kann man auch ein bisschen, wo sind wir hier? Ein bisschen was sparen. Also es gibt immer Angebote bei Scentsy, auch auf der Seite in der Schatztruhe. Ruhig mal reingucken. Ja. Genau, vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen dazu inspirieren. Also ich bin gespannt, was meine Oma und mein Bruder dazu sagen. Zu den Duftblumen. Viel Spaß beim Shoppen und beim Schnuppern. Tschüssi.